liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LearnTech-Themenwochen. Diese Maske begleitet uns seit einer geraumen Zeit und wird uns vermutlich auch noch eine Weile begleiten. Dennoch hat die Pandemie eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten geschaffen und die Digitalisierung vorangebracht, Distance Learning ermöglicht und uns gezeigt, dass Lernen auf eine fernere Distanz durchaus möglich ist. Plötzlich mussten Mitarbeiter, Studierende, Schüler auf Distanz gelernt werden, Wissenstransfer musste digital erfolgen und plötzlich kamen viele Fragen auf. Mein Name ist René Naumann, ich bin der Projektleiter der LearnTech in Karlsruhe, der wichtigsten und bedeutendsten Fachmesse zum Thema digitales Lernen. Und auch mit einem begleitenden Fachkongress beschäftigen wir uns gemeinsam mit unserem Team mit dem Thema Digitalisierung der Bildung. Genau dieses Wissen möchten wir gemeinsam mit der Community, mit Ihnen hier in dieser Woche teilen. Und wir freuen uns, dass wir in diesen Themenwochen eine Vielzahl dieser Möglichkeiten aufgreifen und auch Ihre Fragen, die Sie ganz gern im Panel stellen können, entsprechend mit zu beantworten. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam dann in dieser Themenwoche aktiv sind. Ich lade Sie ganz herzlich ein, diese aktiv mitzugestalten. Aber ich freue mich natürlich auch, Sie recht herzlich in der Messe Karlsruhe im Februar bei der LearnTech vom 2. bis zum 4. Februar 2021 hier in Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Mit einem sorgfältig geplanten Hygienekonzept haben wir die Möglichkeit geschaffen, eine sichere LearnTech für Sie zu planen. Uns steht natürlich in erster Linie die Sicherheit der Besucherinnen, Besucher, der Teilnehmer, Referenten und so auch natürlich den Mitarbeitern an erster Stelle. Und wir freuen uns, Sie dann recht herzlich hier in dem Messegelände begrüßen zu dürfen. Doch zunächst wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung, wie man im Fernsehen so schön sagt, bei dieser LearnTech-Themenwoche. Und darf Sie recht herzlich nochmal bitten, natürlich auch gern mitzumachen, Ihre Fragen im Panel zu stellen. Wir werden versuchen, auf alle einzugehen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum ersten Tag unserer Themenwochenschule der LearnTech. Also ich bin Programmleiter des Forums School at LearnTech im Rahmen der LearnTech. Mein Name ist Jürgen Luger und ich freue mich, dass wir heute die Themenwoche starten können. Und wir sind heute zu Gast in Düsseldorf. Wir sind zu Gast bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Und ich begrüße bei mir Frau Dr. Teichert. Sie sind gleich in Doppelfunktion hier. Zum einen sind Sie die Leiterin der Akademie und zum anderen sind Sie aber auch Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und natürlich derzeit eine sehr gefragte Expertin. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sie heute die Zeit für uns gefunden haben und sich vielleicht mit einem Thema heute auseinandersetzen, was vielleicht nicht so täglich auf dem Schreibtisch liegt, nämlich die Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Gesundheitswesen und den Schulen. Aber Thema Hygiene ist natürlich im Augenblick ein ganz, ganz großes Thema. Schnittmengen gibt es nicht so viele. Wie blicken Sie als Expertin auf das Thema Schule? Ja, Herr Luger, erstmal herzlichen Dank, liebe Teilnehmer. Herzlich willkommen hier bei uns in der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Ich freue mich, dass wir heute sozusagen hier beheimatet sind, denn im Gegensatz zur Anmoderation möchte ich sagen, wir haben ganz, ganz viele Schnittstellen, sowohl mit dem Thema Schule als auch mit dem Thema Hygiene. Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen ist eine länderübergreifende, einzigartige Ausbildungseinrichtung für alle Berufsgruppen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Das heißt, wir bilden die Kolleginnen und Kollegen aus, Fachärzte, Fachapotheker, Fachzahnärzte, aber eben auch Hygienekontrolleure und Lebensmittelkontrolleure. Und wir bieten auch für alle diese Berufsgruppen spezifische Fortbildungsthemen an. Und die Gesundheitsämter vor Ort haben natürlich zwei Hauptthemen zurzeit. Das eine ist das Thema Pandemie und damit ganz eng vergesellschaftet auch das Thema Hygiene natürlich. Und massiv ist natürlich auch im Moment der Druck in Richtung Schule, Schulöffnungen, die ganze Diskussion, die wir im Moment erleben im Rahmen der Pandemie. Wie ist es möglich, auch unter Hygieneauflagen Schulen weiter offen zu halten? Wir haben zur Zeit des Lockdowns gelernt,
wie wichtig Bildung ist, wie wichtig, welchen Stellenwert das auch in der Gesellschaft hat. Und die Gesundheitsämter haben von daher eine sehr enge Beziehung, und das nicht nur in der Pandemie, aber gerade auch in der Pandemie, zu dem Thema Schule und Hygiene. Und deswegen passt es wunderbar heute zusammen. Ich freue mich, dass wir alle hier sein können. Okay, Stichwort Thema Hygiene. Also wenn ich hier so ein bisschen aus dem Bild rutsche, dann ist das nicht, weil ich das nicht im Blick habe, sondern weil wir natürlich auch hier auf Abstandsregeln achten. Und wenn ich dann zwischendurch mal aus dem Off moderiere, dann bitte ich das, den Zuschauern, das mir nachzusehen. Aber das ist so gewollt, weil wir haben ja auch noch weitere Gäste hier. Zum einen ist hier Dr. Jürgen Gebel, Mikrobiologe, Initiative Hygienetipps für Kids vom Institut für Hygiene, öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Ich sage schon mal an dieser Stelle Hallo, auch wenn wir Sie jetzt noch nicht im Bild haben. Und Frank Kleinert von Hohenloher Spezialmöbel, Vertriebsleiter dort, der hat uns was mitgebracht. Das sehen Sie schon im Hintergrund, aber dazu kommen wir später. Ja, seit einem gut halben Jahr beschäftigt uns das Thema Pandemie. Sie haben es gerade angeschnitten. Und auch wenn Sie gerade so gesagt haben, auch da verbindet uns relativ viel schon mit Schule, dann glaube ich, hat sich die Rolle aber doch in den letzten Monaten sicherlich noch mal komplett geändert, weil der Fokus liegt natürlich, seit wir es mit Corona zu tun haben, ganz stark auf den, auf den Schulen, weil da natürlich viele, zwar junge Menschen, aber doch viele Menschen auf engen Raum zusammenkommen. Und dass die Schulen überhaupt nach den Sommerferien geöffnet werden konnten, hängt natürlich damit zusammen, dass es strenge Hygieneauflagen gibt und die Schulen verpflichtet sind, Hygienepläne zu erarbeiten. Das ist ja, ich sag mal, ein Stundenplan. Das kriegt jede Schule sozusagen im Schlaf hin. Aber einen Hygieneplan zu erstellen, da bedarf es doch ein bisschen mehr Expertise. Und ich glaube, da sind Ihre Kollegen im Augenblick gefragt, wenn ich das richtig sehe. Ja, unsere Kollegen sind natürlich an dieser Schnittstelle sehr gefragt. Aber natürlich vor allen Dingen auch im Kontaktpersonenmanagement. Ganz schwierig ist es ja, wenn an Schulen zum Beispiel positive Testergebnisse auftauchen. Ja, dann ist ja die Frage, wer ist Kontaktperson, dürfen die weiterkommen, wer muss in Quarantäne, kann die Schule offen bleiben oder geschlossen werden. Das sind ja momentan so die Knackpunkte, an denen ein enger Austausch auch zwischen Schulen und Gesundheitsämtern stattfindet. Aber ich glaube, ich möchte ganz gerne darauf hinweisen, dass auch außerhalb der Pandemie sehr enge Drähte eigentlich sind zwischen Gesundheitshilfe und Jugendhilfe und auch zwischen Schulen und Gesundheitsämtern. Denn wir haben ganz viele Themenfelder, die uns eigentlich gemeinsam beschäftigen. Und Gesundheitsämter gehen regelmäßig auch in Schulen, machen dort Begehungen. Die Einschuluntersuchung ist klassische Schnittstelle auch zwischen Jugendämtern, zwischen Gesundheitsämtern und Schulen. Also da gibt es jede Menge, und von daher finde ich es wichtig, dass wir auch jetzt hier in den Dialog nochmal eintreten. Das war mir persönlich ganz wichtig. Also wenn ich Schulen besuche, und ich besuche relativ viele Schulen, und sage, ich müsste mal eben kurz auf Toilette, dann ist sofort ein Lehrer da, der sagt, oder eine Lehrerin, die sagt, nehmen Sie bitte den Schlüssel für die Lehrertoiletten. Also viele Schulen schämen sich für die sanitären Anlagen. Jetzt weiß ich, dass Sie schon sehr, sehr lange mit dem Thema Schule, also schon lange vor Corona, da kommen wir auch gleich nochmal, was Kooperationen angeht, die existieren ja auch schon viel, viel länger als jetzt das halbe Jahr Pandemie. Schulen haben insgesamt einen sehr, sehr hohen Sanierungsbedarf, und ich glaube, gerade die hygienischen Zustände an einigen Schulen sind nicht das, was man sich optimalerweise wünscht. Also wenn Sie da so einen Blick als Vertreterin des öffentlichen Gesundheitswesens drauf werfen, ja, war das ein Anlass zu sagen, wir müssen da eigentlich aktiver werden, oder ich muss da aktiver werden, ich muss da vielleicht auch Kooperationen schmieden? Also das Thema begleitet mich schon fast 20 Jahre, wenn ich es mal sagen darf. Also von daher stehe ich heute eigentlich da und denke, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass immer noch nichts in diesem Bereich passiert ist oder relativ wenig. Ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft darüber diskutieren, wie sollen eigentlich unsere Schulen ausgestattet sein und was wollen wir, dass unsere Kinder in welchem Umfeld sollen die eigentlich lernen. Da ist ein ganz großer Nachholbedarf, und ich, wie gesagt, uns ist das schon seit Jahren bekannt. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, aber dadurch, dass es natürlich auch andere Bereiche sind, auf der einen Seite der ganze Gesundheitsbereich, auf der anderen Seite Bildung und Schulbereich, weiß ich nicht, warum diese Botschaften dort nicht weiter transportiert werden konnten oder warum man einfach auch nicht gesagt hat, wir sanieren jetzt mal da. Das ist ja zum Teil beschämt. Sie haben das gerade klassischerweise beschrieben. Und das ist ja nur das eine mit dem Schlüssel. Fragen Sie mal, auf welche Toiletten die Schülerinnen und Schüler gehen müssen zum Teil.
Ja, als meine Kinder zur Schule gegangen sind, und auch das ist schon wieder Jahrzehnte her, da mussten wir als Eltern ran, um die Schultoiletten zu renovieren. Ja, also damit die überhaupt in einem Zustand waren, dass man die benutzen konnte. Und ich finde es sehr schade, dass sich da nichts bewegt hat. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt quasi durch die Pandemie einen Schritt näher darauf zugehen und uns da vielleicht einfach auch mal bewegen. Okay, und dafür sind wichtig Kooperationspartner. Und Sie haben vor einigen Jahren schon, aber da können Sie vielleicht gleich auch selber was zu sagen, eine Kooperation geschlossen mit Hygienetipps für Kids. Wir sind alle, was das Thema Technik angeht, sicherlich viel, viel affiner geworden in den letzten Monaten, mussten alle lernen, in Videokonferenzen uns zu behaupten und darzustellen. Deswegen ist so ein locker Mikrofonwechsel, das geht doch ganz, ganz schnell und locker, wenn da mal wir einen Wackelkontakt haben. Also ich glaube, die Zuschauer sehen uns das auch nach, weil das ist sicherlich das geringste Problem. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, wieder gut zu verstehen. Ja, Kooperation war das Stichwort. Und Sie haben schon vor einigen Jahren eine Kooperation mit den Hygienetipps für Kids angestoßen. Und da haben wir auch den Dr. Gebel eingeladen. Den würde ich jetzt mal zu uns bitten. Und vielleicht können Sie beide, ich trete mal ein bisschen aus dem Bild. Ich habe schon gesagt, ich moderiere dann vielleicht aus dem Off, damit wir hier die Abstandsregeln halten können. Dr. Gebel, herzlich willkommen. Uniklinikum Bonn, welche Rolle Sie dort neben den Hygienetipps für Kids vielleicht haben, können Sie uns... wir haben immer ein Mikro, okay. Genau. Dann, aber das nehme ich dann. Dann wechseln wir. Mhm. Vielleicht schildern Sie uns, welche Rolle Sie dort einnehmen. Ja, also diese Hygienetipps für Kids, die haben sich vor fast 20 Jahren etabliert und sie sind entstanden aus einer Idee, dass also für Schüler, Patenzahnärzte verfügbar sind, aber im Bereich der Hygiene doch sehr wenig passiert. Und weil dann die Unzulänglichkeiten, wie Sie schon angesprochen haben, auf Schultoiletten, die sanitären Anlagen, dann auch die Kinder meines Chefs, Professor Exner, erreicht haben, entstand da ein gewisses ein gewisser Handlungsdruck, und dem sind wir nachgekommen. Und dann haben wir mit Frau Teichert wirklich eine gute Kooperationspartner vom Gesundheitsamt Ahrweiler gefunden, die dieses Projekt aufgenommen hat und in ihren Kindertagesstätten umgesetzt hat. Wir haben uns also die Gedanken, die wir uns als Hygieniker gemacht haben, gemeinsam mit Frau Teichert im Bereich des Gesundheitsamtes in Richtung Kindertagesstätten umgesetzt. Und da sind wir sehr dankbar. Okay. Vielleicht geben Sie das Mikro noch mal einmal weiter. Das heißt also, es kommt sozusagen aus einer Tätigkeit, die Sie vorher hatten. Da war es vielleicht ganz gut, dass Sie jetzt sozusagen die Rolle noch mal gewechselt haben, jetzt bundesweit aktiv sind, und Sie haben das Thema aber dann mitgenommen auf die Bundesebene. Ja, wie das so ist mit Themen, die einem am Herzen liegen, und so ist es im Fall der Hygienetipps. Wirklich, er hat es gerade erzählt, Herr Gebel, wir haben ja schon vor vielen Jahren da mit dem Thema angefangen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass eine dieser Kitas, mit denen wir angefangen haben, dann auch 2012 den Deutschen Präventionspreis genau mit diesem Projekt gewonnen hat, was uns, glaube ich, auch alle mit großem Stolz erfüllt hat. Und insofern bin ich froh, ich bin jetzt seit 6 Jahren hier in Düsseldorf an der Akademie, vorher war ich im Gesundheitsamt tätig, dass ich dieses Thema mit hierher nehmen konnte und dass wir jetzt auch über die Akademie eine Kooperation haben mit den Hygienetipps für Kids. Das heißt, bei uns wird das in den Ausbildungs- und in den Lehrgängen mit angeboten. Das heißt, wir schulen hier die Multiplikatoren und bilden die aus, damit die mit dem Thema und mit den Materialien von Hygienetipps für Kids gut umgehen können. Okay. Wir haben uns für heute so abgesprochen, dass wir gesagt haben, wir gehen gleich mal so ein bisschen in die Praxis und gucken mal Aufklärungsarbeit, das ist Ihr Thema. Herr Kleinert hat sozusagen dann die praktischen Lösungen, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Ende nochmal in der Rückschau und gucken dann mal, was es vielleicht auch für Ausblicke gibt für weitere Kooperationen oder wie es in dem Thema weitergeht. An der Stelle erstmal herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich. Dr. Gebel, Sie haben für uns ein paar Impulse vorbereitet, und ich glaube, während Sie die PowerPoint schon mal aufrufen und neu verkabelt werden, kann ich vielleicht noch mal auch unsere Zuschauer einladen. Ich glaube, wir können jetzt eben auf die Präsentation schon mal gehen. Vielleicht noch mal die Information für unsere Zuschauer.
Es gibt sicherlich aus der Praxis im Augenblick viele Fragen. Sie haben heute die Möglichkeit, die Experten dazu befragen. Frau Dr. Teichert ist hier. Dr. Gebel wird gleich noch mal was zu den Materialien, die die Uni Bonn da entwickelt hat, wird sie vorstellen und auch die Initiative vorstellen. Und Herr Kleinert wird nachher eine Hygienestation vorstellen. Auch da kann es dann noch mal um ganz technische und praktische Fragen gehen oder wird es auf jeden Fall gehen. Sie können jederzeit Ihre Fragen in den Chat einspielen oder dort eintippen. Und ich habe das im Blick und würde an passender Stelle dann auch unsere Experten mit ihren Fragen versorgen. Okay, dann Dr. Gebel, das Wort ist bei Ihnen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen hier bei dieser Veranstaltung. Und wie schon gesagt, diese Initiative läuft am Hygieninstitut, am Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Und wir machen das in Kooperation mit dem Verbund für angewandte Hygiene, mit dem Bundesverband der Hygienefachkräfte, den BVÖGD und der Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen. Und damit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und diese Hygienetipps, worum geht es da eigentlich? Es geht eigentlich nicht nur allein ums Händewaschen, sondern es geht auch um die Vermittlung von Regeln, weil Kinder in der Regel neben älteren Menschen besonders häufig von Infektionen betroffen sind. Sie sind ein wichtiges Reservoir für die Weiterverbreitung einer Vielzahl von Infektionskrankheiten, auch in der allgemeinen Bevölkerung. Und Kinder können aufgrund ihres fehlenden oder unreifen Immunsystems besonders schwere Verläufe im Rahmen solcher Infektionen entwickeln. Dieses Wissen über den Zusammenhang zwischen der Hygiene und Infektionsprävention in der Bevölkerung, aber auch nach Covid-19, ist halt sehr, sehr lückenhaft. Und deswegen müssen wir diese Hygiene zum Bestandteil der Gesundheitsförderung für alle umsetzen. Es gibt nicht das eine Hygienekonzept, sondern Hygiene ist immer situationsgebunden und muss dann angepasst werden. Kurz zur Epidemiologie. Die meisten Infektionskrankheiten, die erfasst werden vom Robert-Koch-Institut, betreffen Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren. Influenza, Windpocken, Rotaviren, aber auch Keuschhusten und Salmonellen. Die Campylobacter, die sind da etwas außen vor. Da werden auch Ältere hauptsächlich betroffen. Und eine Besonderheit, weil es separat erfasst wird, sind die Norovirus-Infektionen. Und auch hier finden 18% der Ausbrüche in Kinderbetreuungseinrichtungen statt. Das ist natürlich sehr, sehr alarmierend. Und gerade vor dem Hintergrund der jetzt vorherrschenden Covid-19-Pandemie ist das also relevant. Wir müssen also damit rechnen, dass also die Übertragung von Covid-19, die primär über Tröpfchen und Aerosole getriggert wird, dass die auch bei Kindern ankommt, auch wenn diese sehr milde Verläufe entwickeln. Und deswegen sind Kinder auch als Überträger von solchen Infektionen ernst zu nehmen und erfordern deswegen auch ein Stück Beachtung. Die aktuellen Zahlen, die also derzeit abgeleitet werden können, machen das deutlich. Zwar sind die meisten problematischen Fälle in sehr höheren Altersgruppen zu verzeichnen, aber dennoch muss man da auch diese Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten im Auge behalten. Derzeit sind aber die Informationen so, dass da von diesen Einrichtungen kein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht. Dennoch sollten durch Aufklärungsmaßnahmen die Hygieneregeln in diesen Einrichtungen klargestellt werden. Das bedeutet, weil Hygienebewusstsein nicht angeboren ist, muss es gelernt werden. Und je früher man damit anfängt, umso besser ist es. Und diese Qualität dieses Hygieneverhaltens wird also in der Kindheit gelegt. Und da ist vor allen Dingen das Elternhaus, aber auch die Kindertagesstätte und natürlich auch die Schule im Fokus. Und die müssen diese Durchsetzung wirkungsvoller Hygienemaßnahmen in unserer Gesellschaft trainieren.
also Kinder, Eltern, Großeltern, aber auch Pädagogen und Institutionen der Gesundheitsförderung, die bekommen also eine besondere Aufgabe, weil Hygiene uns alle angeht. Hygiene ist nichts negativ Besetztes, sondern eigentlich entsteht es aus, ist es abgeleitet von dem Begriff Hygienos aus dem Griechischen und bedeutet gesund, munter und wohlbehalten. Und so verstehen wir auch unsere Initiative. Es ist also nichts, womit Druck irgendwo zum Erfolg geführt werden soll, sondern wir wollen eigentlich über ein Verhalten den Menschen gesund erhalten, munter und wohlbehalten. Die Ziele des Konzepts sind die Sensibilisierung und Aufklärung, die verhaltensbezogene Vermittlung der Maßnahmen, Setting Kita und Schule, dann die Einbindung der Hygiene in ein nachhaltiges, ganzheitliches Gesundheitserziehungskonzept und dann die Einbeziehung und Motivation aller an der Gesundheitserziehung Beteiligten, einschließlich der Eltern. Das ist uns besonders wichtig, dass also auch die Eltern in diese ganzen Maßnahmen mit einbezogen werden, ansonsten verpufft das. Das muss gelebt werden. Und wir wollen damit die Inzidenz von Ausbrüchen senken und zur Eindämmung von Ausbrüchen beitragen. Und natürlich, wir als Hygieneinstitut sind an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema der Hygiene im Alltag sehr, sehr interessiert und wollen das fördern und fortführen. Kurz zur Struktur dieses ganzen Konzepts Hygienetipps für Kids. Die Organisation und Umsetzung, aber auch möchte ich auf die Module und die Materialien eingehen. Grob ist die Struktur diese, dass also vom Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit die Materialien erarbeitet werden, die dann durch die Multiplikatoren wie der öffentliche Gesundheitsdienst, aber auch Patenärzte, Kinderkrankenschwestern, Erzieher, Kitas, dass die dann zusammenarbeiten und dieses Konzept, dieses Projekt fördern, damit dann Kinder in Kindertagesstätten und Schulen entsprechend aufgebaut werden. Wir begleiten zwei Bereiche, einmal die Hygiene im Alltag und einmal die Hygienetipps für Kids im Krankenhaus. Aber heute wollen wir uns mal auf die Tipps für den Alltag beschränken. Und da geben wir Materialien raus, die also praktische Umsetzungsbeispiele für Hygiene beinhalten. Und Beispiele für solche Arbeitshilfen sind Bastelanleitungen für Bakterien, die man dann im Unterricht einsetzen kann, aber auch Bücher wie die leuchtende Hand oder die Bakterienrutsche, in denen kindgerecht Verhaltensweisen nähergebracht werden auf eine sehr angenehme Art und Weise. Wir geben Poster heraus, jetzt ganz aktuell ein Poster zu Corona, wie man sich in Zeiten von Corona hygienisch entsprechend verhält. Und wir haben eine spezielle Box, diese Zauberbox, die also auch hier gerade im Bild ist, wo man das Händewaschen trainieren kann. Und gerade in Kombination mit so einer Einrichtung wie hier dem Hygi.de wäre das also ein schönes Modul, wo man das Händewaschen und dessen Wirksamkeit sehr schön visualisieren kann. Ein wesentlicher Ansatz unseres Konzepts ist die Ausbildung von oder die Einbindung von Junior-Hygieneinspektoren in Klassen. Also es nützt nichts, dass man da irgendwo von oben herab etwas predigt, ohne dass das umgesetzt wird, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, wenn sich Schüler dem annehmen und zum Hygieneinspektor ausgebildet werden und dann gewisse Aufgaben übernehmen können, dann ist das auf jeden Fall deutlich nachhaltiger, als wenn man einfach nur so eine Aktion in so einer Klassenverbund durchführt, ohne dass das gelebt wird danach. Für Eltern geben wir Merkzettel heraus, was sie unternehmen müssen, wenn die Kinder krank sind, damit sie dann auch entsprechende Verhaltensweisen an den Tag legen und nicht kranke Kinder in die Schule oder in die Kindertagesstätte schicken. Und für die Projektpartner haben wir ein spezielles Medienpaket herausgegeben. Also alle Lehrer und Erzieher, die jetzt gerade zuschauen, die können sich solche Medienpakete erwerben oder besorgen. Und da wird die Vorbereitung, die Multiplikatorenschulung, die Elternschulung
aber auch die Durchführung vor Ort und die Evaluation mit entsprechenden Materialien hinterlegt. Also jeder, der solche Projekte durchführen will, hat mit einem Medienpaket eigentlich alles an der Hand, um so ein Projekt Hygienetipps für Kids im Klassenraum mit Kindern durchführen zu können. Wesentlicher Bestandteil ist dieses Experiment. Weil Mikroorganismen nicht sichtbar sind, lassen wir Mikroorganismen oder Schmutz simuliert mit einer Creme fluoreszieren. Und dann über Schwarzlicht können wir dann darstellen, wie effektiv das Waschen der Hände war, um dann den Kindern den Erfolg des Händewaschens deutlich zu machen. Und das gemeinsam durchgeführt, das ist so eine Erfolgsgeschichte, die wir also über Jahre immer wieder beobachtet haben. Mit einer Schwarzlichtlampe wird dann im Grunde dargestellt, ob die fluoreszierende Creme mit dem Waschprozess entfernt wurde oder nicht. Und so würden dann auch anhaftende Bakterien entsprechend entfernt werden. Die Toilettenhygiene ist so ein Spezialthema, das also immer wieder zu entsprechenden Nachfragen kommt und Unzufriedenheit bei Schülern beiträgt. Und da haben wir ganz gute Materialien auf den Weg gebracht, mit denen das Tabuthema Toilettenhygiene so ein bisschen aus dieser Tabuzone herausgeholt wird, um dem dann ganz nüchtern und sachlich zu begegnen und vielleicht Kinder dazu zu bringen, dass sie ihre eigene Toilette dann ein bisschen wohnlicher gestalten. Gemeinsam mit Lehrern und Schulleitungen gibt es da gute Beispiele, die wir also auch begleitet haben. Zum Beispiel in Nürnberg, da ist das gemacht worden. Verschiedene Ratgeber, die also für Eltern und Erzieher am Start stehen, also wie man mit Kindern, die Infektionen haben, umgeht und wann man sich Sorgen machen muss. Einige Beispiele für solche Projekte. Wie kann man diese Hygiene, dieses Hygienetraining in den Schulalltag mit einbauen? Also im Bereich Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung, aber auch im Sachgebiet und der Sachkunde Biologie, Sexualkunde. In der Mathematik, wenn man also über das exponentielle Wachstum von Bakterien spricht, oder in der Chemie, wenn es darum geht, wie wirkt Seife oder ein Desinfektionsmittel, in der Hauswirtschaft, in der Kunst, dass man also Kinder Bakterien malen lässt, Kulturwissenschaften, wie ist der unterschiedliche Umgang mit dem Thema Toilette in unterschiedlichen Kulturen oder auch der Förderung des Sozialverhaltens, dass man also, wenn man sich die Hände wäscht, nicht nur sich selber schützt, sondern auch den anderen. Und das ist ja ein wesentlicher Aspekt, der da nicht aus den Augen verloren werden darf. Wir empfehlen immer konkrete Anlässe zu nutzen, also Erkrankungswellen vorzubeugen, einzudämmen, wie Grippe, Magen-Darm-Infekte oder Covid-19. Also jetzt die aktuelle Pandemie ist ideal für die Umsetzung solcher Projekte. Und wenn kranke Kinder in der Kita oder in den Hort gebracht werden, dann ist also irgendwo auch ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, man muss noch mal so eine Aktion starten, damit die Eltern sensibilisiert werden. Fehlzeiten bei Kindern und Erziehern, das ist also oft ein Thema, das also auch Anlass gibt, um da noch mal nachzuschärfen und nachzuschulen. Waschräume, die nicht sauber gehalten werden, oder der Umgang mit Tieren, Besuch im Streichelzoo. Das sind also Gelegenheiten, wo man das umsetzen kann. Und da wollten wir jetzt nochmal auf den Internationalen Händewaschtag am 15. Oktober hinweisen, der also auch eine gute Gelegenheit ist, um so das Thema Händewaschen in den Schulen und Kindertagesstätten nochmal zum Thema zu machen. Das sind Bilder, die Schüler und Kindertagesstätten Kinder gemalt haben, wie man sich Bakterien vorstellt. Das sind also nette Dinge, die man mit Kindern machen kann, um sie auf spielerische Art und Weise an das Thema Hygiene heranzuführen. Oder man komponiert Lieder mit ihnen oder Texte für Lieder mit ihnen gemeinsam. Aber da sind Erzieher und Lehrer natürlich deutlich geeigneter, um mit Kindern gemeinsam sowas umzusetzen. Und dann sind solche Maßnahmen natürlich auch immer gute Gelegenheiten, um die materiellen, baulichen, organisatorischen Voraussetzungen nochmal zu prüfen.
weil Hygiene bedarf auch einer gewissen Infrastruktur. So sollten also Waschbecken mit fließend kaltem und warmem Wasser vorherrschen. Natürlich soll die Verbrühungsgefahr vermieden werden, da muss man also ein bisschen aufpassen. Waschbecken soll in kindgerechter Höhe sein. Optimal sind handbedienungsfreie Armaturen, aber auch der Umgang mit handbedienten Wascharmaturen, die sollten trainiert werden. Einmalhandtücher oder in Kindertagesstätten kindgezogene Handtücher. Dann sollte ein Reinigungs- und Desinfektionsplan da sein. Auf hautverträgliche Flüssigseife sollte geachtet werden. Dann regelmäßig die Perlatoren reinigen oder den Seifenspender reinigen, damit also keine Kontamination von solchen Einrichtungen ausgeht. Und wir plädieren dafür, dass also in jedem Klassenzimmer ein Waschbecken vorherrscht. Das ist also eine gute Maßnahme. Das sind einige Bilder hier aus Ahrweiler, unserer ersten Aktion 2004, wo also Kindern dieses Händewaschen nähergebracht wurde. Damals sah die Zauberbox noch ein bisschen anders aus, in Blau und aus Holz. Mittlerweile ist es ein Koffer. Und damals auch in der Knauerschule in Nürnberg, wo wir so eine Aktion gestartet haben und dann mit Agarplatten den Erfolg des Händewaschens oder der Händedesinfektion vorher und nachher dokumentieren konnten. Und ganz zum Schluss, dass die Händedesinfektion kein allgemeiner Ersatz für das Händewaschen darstellt. Da achten wir sehr drauf, dass das Händewaschen nach wie vor seinen Stellenwert behält, weil die Händedesinfektion kann nur auf sauberen und trockenen Händen durchgeführt werden, weil es sonst nicht wirkt. Und dass also dass bei Kontakt zwischen erkrankten und verletzten Personen, bei der die Wundversorgung oder im medizinischen Bereich, wenn das im Vordergrund steht, da hat die Händedesinfektion ihren Platz. Ansonsten sollte also das Händewaschen immer bevorzugt werden, weil es auch spezielle Händedesinfektionsmittel für Kinder nicht gibt. Händedesinfektionsmittel sind Biozide. Da, wo sie eingesetzt werden müssen, da sollten wirksame Produkte eingesetzt werden. Und da plädieren wir ganz klar, wenn Sie Produkte einsetzen, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, sollten es Produkte sein, die begrenzt viruzid sind. Und die finden Sie in der Liste des Verbund für angewandte Hygiene oder in der Robert-Koch-Liste. Da finden Sie wirksame Produkte, die auch geprüft sind. Und wir sind also der festen Überzeugung, dass Händehygiene und Hygiene allgemein Spaß machen kann. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal Frau Ilschner danken, die also die eigentliche Koordinatorin und Initiatorin dieses Projektes ist. Und Herrn Professor Exner auf diese Weise grüßen und Frau Dr. Horney, die gemeinsam hier an dieser Präsentation mitgewirkt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich vermute, die ein oder andere Kollegin schaut auch zu. Davon gehe ich aus. Also Grüße auch aus dem Studio nach Bonn. Jetzt haben Sie schon ganz viele Aspekte angesprochen und ich habe mal geguckt, so das ein oder andere Stichwort kommt hier gerade im Chat. Ich habe aber auch Hausaufgaben mitbekommen, also Bekannte gesagt haben, wenn du doch schon da die Experten triffst, dann nimm doch mal bitte die ein oder andere Frage mit. Und eine der Fragen war das Thema Druck. Also ich habe jetzt Fälle geschildert bekommen aus Schule, die mich echt erschrocken haben, also wo Lehrer gesagt haben, wenn du keine Maske aufsetzt, dann machst du andere krank, dann gefährdest du das Leben von anderen Menschen. Was bei den Kindern auch nicht dazu geführt hat, dass jetzt, also im Wesentlichen war das Ergebnis Angst, etwas falsch zu machen und weniger vielleicht auch die Einsicht. Also meine Erfahrung ist gerade beim Lernen, dann, wenn Beziehung und Bedeutung zusammenkommt, dann funktioniert Lernen sehr, sehr gut und dann hat auch Aufklärung einen gesunden Boden, sag ich es mal. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche Schüler interviewt zum Thema Klimawandel. Also das waren so ausgezeichnete Experten in diesem Thema, weil es für sie eine Bedeutung hat und weil sie anscheinend auch im Umfeld Erwachsene haben, die ihnen das Thema näher bringen konnten. Ich vermute, das gilt auch für die Hygiene, also ein übertriebener Druck und das war ja schon, ist ja schon kein Zeigefinger mehr, sondern das ist ja schon ja, arge Gewissenskonflikte, in die ich junge Menschen da bringe oder vielleicht auch Kinder bringe. Jetzt arbeiten Sie viel mit Pädagogen zusammen. Was ist da die gesunde Balance zwischen, klar, du kannst andere gefährden, das haben Sie ja gerade auch selber gesagt, das ist Teil der Aufklärung, und aber auch jetzt nicht den Druck überzustrapazieren. Ja, also da sprechen Sie
wirklich einen guten Punkt an. Als wir vor 18 Jahren dann wirklich intensiv die Schulungen begleitet haben, oder 17 Jahren, da sind wir häufig mit Fragen konfrontiert worden, die mit der Hygienehypothese korrelieren. Also Kinder sollten sich mit Mikroorganismen auseinandersetzen und Kinder, die in zu sauberem Umfeld aufwachsen, entwickeln Allergien. Und wir sind der Meinung, man muss einen gewissen ausgeglichenen Weg finden. Also man soll jetzt Kinder nicht in einem sterilen Umfeld aufwachsen lassen und zum Waschzwang bringen, sondern man soll ihnen Maßnahmen zeigen, mit denen sie umgehen können, ohne andere jetzt gefährden zu müssen, aber auch ohne selbst eine gewisse Manie zu entwickeln, dass ich jetzt nichts mehr anfassen möchte. Die wesentlichen Punkte, die man bei der Infektionsübertragung eigentlich wissen muss, dass die meisten Übertragungen durch die eigenen Hände passieren, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Covid-19-Pandemie hat, die also durch Tröpfchen oder gegebenenfalls durch Aerosole getriggert wird. Wenn man also weiß, dass über die Hände eine Reihe von Kontakten und Übertragungen umgesetzt werden, dann weiß man, dass wenn man sich die Hände stark verschmutzt hat oder auf der Toilette war oder vor dem Essen sich die Hände wäscht. Nicht die Hände desinfiziert. Man will ja keine sterilen Hände haben. Man will nur die äußerlich anhaftenden, zusätzlich erworbenen Mikroorganismen wieder wegwaschen und auf eine Konzentration runterbringen, dass sie für einen oder für den anderen nicht mehr gefährlich sind. Und deswegen sind wir ganz davon weg, Kinder jetzt zu einem Waschzwang zu bringen, sondern mit ihnen spielerisch und auf eine sehr sympathische Art und Weise dieses Instrument Hände waschen, aber auch Umgang auf der Toilette so zu trainieren und so zu vermitteln, dass es für die Kinder jetzt nicht zu einer Bedrohung wird. Okay, danke schön. Nochmal das Thema Virus vielleicht. Also ich glaube, das, was am einfachsten umzusetzen ist und wo auch, glaube ich, die größte Basis mittlerweile gegeben ist, ist die sogenannte Aha-Formel. Jetzt lernt man natürlich, jetzt sind Sie viel näher am wissenschaftlichen Prozess auch dran, als das vielleicht ein Lehrer ist. Kann man heute schon sagen, okay, das ist das Sinnvollste, was wir aktuell machen können, diese Aha-Formel umzusetzen? Also, oder die einen sagen, ja, vielleicht brauchen wir auch die Maske nicht mehr, oder bei jungen Leuten, Übertragung ist bei jungen Leuten nicht so. Sie haben auch gesagt, es geht nicht nur um den Selbstschutz, es geht auch um den Schutz der Mitmenschen. Was ist das Sinnvollste, was man im Augenblick machen kann, also auch aus der Perspektive Wissenschaft? Ja, aus unserer Sicht sollte man die Aha-Formen um ein L erweitern und das Lüften mit einbeziehen. Gerade jetzt, wenn es von draußen in die Räume geht, dann sollte man also auf ein regelmäßiges Lüften auch der Klassenräume achten. Und damit kommt es zu einer Verdünnung, zu einer deutlichen Verdünnung der Viruslast, die in so einem Klassenzimmer über eine Zeit sich natürlich aufkonzentrieren kann, wenn man da Kinder drin hat, die gegebenenfalls auch Viren abgeben. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr, sehr wirksame Maßnahme. Aber ansonsten ist die Aha-Formel ergänzt durch dieses L, Lüften, wirklich eine sehr sinnvolle Maßnahme, die aus unserer Sicht dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland sehr günstig dastehen. Jetzt müssen wir nochmal vielleicht für alle die es nicht wissen, Aha-Formel, Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen, plus L, lüften. Ganz genau. Okay, gut. Und Abstand 1,50 Meter, da hat sich auch an der Empfehlung nichts geändert? Nein, da hat sich nichts dran geändert. Was man vielleicht noch sagen könnte, dass wenn man keine Masken anhat und sich unterhält, dass man einfach vielleicht die Lautstärke etwas reduziert, auch wenn ich im Moment etwas lauter rede. Wir haben ausreichend Abstand. Gut. Ja, dass man dann vielleicht dieses Schreien und Brüllen dann deutlich reduziert, wenn man also keine Masken trägt. Ansonsten überträgt man natürlich die Tröpfchen auch auf eine größere Entfernung.
Okay, ich habe noch eine Frage mitgebracht von einer Kollegin, die Naturwissenschaften unterrichtet. Die Naturwissenschaften, muss ich dazu sagen, sind im Augenblick arg gebeutelt, weil während des Lockdowns hat man sich auf die Kernfächer beschränkt und dann war sozusagen nach den Sommerferien, juhe, wir dürfen wieder in den Physik- und Biologie- und Chemieraum. Und die war auch sehr dafür, Maske zu tragen, weil sie gesagt hat, okay, das ermöglicht mir auch, dass ich wieder Gruppenarbeiten machen kann, dass ich wieder Experimente machen kann. Und dann kam sozusagen die Ernüchterung, also sie müsste nach jedem Experiment alle Flächen desinfizieren und damit wäre der Aufwand, ich sag mal, für einen Lehrer, der auch noch den Raum wechseln muss, gar nicht mehr tragbar. Also diese Frage der Kontaktflächen, Da hört man immer sehr unterschiedliche. Ich habe auch gerade überlegt, wir haben gerade ein Mikrofon hier rumgegeben. Jetzt habe ich schon, gut, da beißt ja keiner rein und das ist ja auch alles sicherlich jetzt nicht gefährlich, was wir hier gemacht haben. Aber man denkt immer wieder mal über diese Kontaktflächen oder wenn ich irgendwie im Wahllokal, ich habe meinen eigenen Stift mitbringen müssen oder jeder bekam einen neuen Stift. Ja, das geht die Gefahr des Virus auch dann von solchen Flächen aus unter Umständen? Ja, also wie gesagt, das Virus muss ja in den Mund oder in die Schleimhäute gelangen, auf die Rezeptoren, die vor allen Dingen in der Nase und im Rachenraum sitzen. Und da kommt das nicht von alleine hin. Es sei denn, es wird über die Luft oder über Wasser kleine Tröpfchen transportiert. Von der Fläche selbst kommt es nur dann zu einem, wenn man es mit der Hand aufnimmt und mit der Hand dann die eigenen Schleimhäute berührt. Okay. Wenn man also eine Verhaltensweise trainiert, die diese Kontakte deutlich minimieren, dann gehen von solchen Flächen noch deutlich weniger Gefahren aus, als sie jetzt diskutiert werden. Insgesamt ist man sich einig, dass also für dieses Covid-19-Geschehen vor allen Dingen Tröpfchen und Aerosole verantwortlich sind und nicht unbedingt die Kontaktinfektionen, die jetzt bei anderen Erregern da deutlich im Vordergrund stehen, wie Salmonellen. Da geht es mehr über die Kontakte, auch Handkontakte, ja, dann in den Mund. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das im Augenblick AHA-Formel plus Lüften. Und wenn man eine gewisse Grundhygiene sich angeeignet oder antrainiert hat, also sowieso regelmäßig die Hände wäscht und auf die allgemeinen Hygienerichtlinien, dann wirkt beides zusammen sehr verstärkend auch. Genau, also man muss ja davon ausgehen, wenn die Kinder während des Biologie- oder Physikunterrichtes eine Maske tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kontaminationen auf die Flächen geraten, ja deutlich minimiert. Also das, was ohnehin schon nicht so im Vordergrund steht, wird dann noch weiter in den Hintergrund gedrängt. Und deswegen von Zeit zu Zeit sollte man dann eine Reinigung oder so eine Desinfektion durchführen, aber dass man das jetzt nach jeder Gelegenheit umsetzen muss zwischen den Experimenten, das denke ich, das muss man diskutieren. Und, okay, gut. Also Sie haben zumindest ein kleines Fragezeichen, setzen Sie da dran. Ja, also ja. Ich würde mich an Ihrer Stelle auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da muss man ja auch heute sehr vorsichtig sein. Genau. Okay, aber dann kommen wir vielleicht noch mal so jetzt ein bisschen allgemeiner in der Schule. Hygienepläne, das ist ja im Augenblick so. Also ich habe gehört, manche Schulen, die haben jetzt anstelle von 3 Pausen, haben die 7 Pausen und Schüler kommen versetzt und es gibt ein Einbahnstraßensystem. Und also ich habe so das Gefühl, manche Schulen sind mehr mit der Umsetzung von Hygienekonzepten beschäftigt als mit der tatsächlichen Durchführung von Unterricht, was natürlich von einer großen Unsicherheit, weil der Lehrer ist nicht der Experte. Was empfehlen Sie, wenn eine Schule unsicher ist beim Hygienekonzept? Also erstens, Sie haben Materialien empfohlen, die gelten sicherlich auch. Ah, ich sehe schon, Frau Teichert winkt schon und sagt, das ist mein Thema. Genau. Sie bekommen es gleich, ich ziehe die Frage zurück. Gut. Nein. Ja, okay. Aber ich hätte jetzt auch an die Gesundheitsämter verwiesen, beziehungsweise an die Akademie, weil da müssen solche Konzepte überprüft werden. Und wie wir das jetzt gesehen haben, sind das sehr, sehr pragmatische und sehr freundliche Konzepte, die auch umsetzbar sind. Und da wird jetzt alles dafür getan, dass es nicht zu übertriebenen Handlungsanweisungen kommt. Okay, das heißt also,
Je mehr ich die Basics der Hygiene beachte, umso sicherer ist es, dass ich Unterricht durchführen kann. Ja. So, und immer da, wo Fälle auftreten, wird es eh schwierig. Da werden dann entweder ganze Klassen oder Schulen ja auch geschlossen. Ja, jetzt vielleicht nochmal das Thema Maske. Also wir mussten ja alle lernen, dass es ungewohnt ist, sich mit einer Maske im öffentlichen Raum zu bewegen, insbesondere zu Beginn, als es keine entsprechenden Auflagen gab. Ich würde fast vermuten, selbst wenn die Pandemie zu Ende ist, wird es immer noch Menschen geben, die sagen, wenn ich in eine überfüllte Bahn gehe, selbst wenn Erkältungserkrankungen oder die Grippewelle rollt, fühle ich mich geschützter mit Maske. Ist das so ein Ausdruck davon, dass sich unser Verhalten über das, was wir erleben, auch, also das, was vorher unnormal wird, wird heute ja quasi zu einer Normalität? Und ist das vielleicht eine Brücke, die auch jetzt Ihre Aufklärungsarbeit in den Schulen unterstützt? Also dass es für bestimmte Dinge auf einmal eine Normalität gibt, die man vorher nicht, Sie haben es nochmal angedeutet am Anfang. Ganz klar. Dass man die Pandemie dafür nutzen sollte, vielleicht auch Lernprozesse in Gang zu setzen. Ganz klar. Also es gab schon andere Gelegenheiten, die immer wieder gezeigt haben, dass Hygiene dann nochmal in den Mittelpunkt rückt, wie die Schweinegrippe oder Vogelgrippe. Das waren immer Geschehen, wo dann auch die Frage nach Verhaltensmaßnahmen, Hygieneregeln lauter wurde. Und so wird das auch jetzt bei Covid-19 sein. Und unsere Aufgabe wird es sein, dass das nicht in Vergessenheit gerät oder dass es so negativ besetzt ist, dass jeder froh ist, wenn er mit Hygiene in Zukunft nichts mehr zu tun hat. Deswegen ist es nicht nur eine Chance, sondern es steckt auch eine gewisse Gefahr darin, mit übertriebenen Maßnahmen eine Art Verdruss, eine Müdigkeit zu erzeugen. Und da, glaube ich, muss man diese Balance finden, dass man also Maßnahmen empfiehlt, die einen Schutz bieten, aber die jetzt nicht in die übertriebene Umsetzung gehen, sodass die Leute sagen, nee, mit Hygiene will ich in Zukunft nichts mehr zu tun haben, das macht mich krank. Ja, okay. Einen letzten Aspekt noch und dann kommen wir vielleicht auch mal von der Aufklärung zu praktischen Maßnahmen. Ich gucke ja auch immer auf Ihren Koffer noch, den müssen Sie, glaube ich, gleich einmal noch in die Kamera halten. Also wie heißt die Box? Also, ja, wir nennen sie Zauberbox. Zauberbox, die Zauberbox, okay. Die hätte ich gerne schon gleich nochmal im Bild. Genau. Sie haben es zwar mit Schaubildern gezeigt, aber vielleicht sagen Sie, erklären Sie nochmal einmal, was diese Box kann. Also müssen Sie jetzt nicht aufmachen, aber ich finde es zu schade, dass sie nur da rumsteht. Ja, also diese Box, die soll eigentlich das Händewaschen oder auch vielleicht die Händedesinfektion trainieren lernen, kontrollieren. Also dass man eine Kontrolle übernehmen kann. Und zwar ist in dieser Box eine Schwarzlichtröhre und wir verwenden eine fluoreszierende Creme. Damit werden die Hände kontaminiert oder benetzt und dann können die Kinder diesen kleinen fluoreszierenden Klecks auf ihren Händen als leuchtendes etwas erkennen, gehen sich danach die Hände waschen, halten wieder die Hände rein und können hier oben durch kleine Schaulöcher, können Sie dann kontrollieren, ob die Hände noch leuchten oder eben nicht mehr. Und wenn sie nicht mehr leuchten, dann können Sie davon ausgehen, Sie haben nicht nur die Creme entfernt, sondern auch anhaftende Bakterien oder anhaftende Viren auf ein Maß reduziert, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Okay, super. Ich glaube, das ist auch schon eine super Überleitung, weil jetzt, Sie haben es vorhin zwar die Hygi zwar erwähnt, aber da war noch Ihre PowerPoint eingeblendet. Wir haben ja hinter uns die Hygienestation von Hohenlohe. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das wird uns ja Kleiner gleich sagen, dann hat ja Händewaschen, hat ja auch mit bestimmten Zeitintervallen was zu tun. Das heißt, ob ich dann richtig das richtige Zeitintervall getroffen habe oder ausreichend und vernünftig gewaschen habe, hier wasche ich und da kontrolliere ich, das passt ja schon mal ganz gut zusammen. Auf jeden Fall. Ne, da kann man die Technik trainieren. Okay, also wir haben gehört, Aufklärung tut Not. Damit das aber sozusagen in der Praxis überhaupt praktizierbar ist, reicht es nicht, schmutzige Toiletten zu haben oder abgestellte Wasserbecken in den Klassenräumen, weil man sagt, also damit wir keine Legionellen bekommen, bekommen wir jetzt andere Bakterien, weil wir das Wasser abgestellt haben. Mhm. Und wir ja sowieso noch mit digitalen Tafeln arbeiten, auf denen wir dann mit unseren Händen, ich hätte fast gesagt, herumschmieren, aber
navigieren. Ja, aber vielleicht kommen Sie doch zu uns in die Mitte. Genau, kommen Sie einmal, dann haben wir Sie schon mal hier im Bild. Herr Kleinhardt, ich glaube, jetzt ich gehe wieder aus dem Bild, damit der Abstand gehalten wird. Also auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und ich glaube, Dr. Gebel hat da gerade schon die Anschlussfähigkeit für das, was Sie uns jetzt präsentieren, hervorragend sicherlich gegeben. Also unser letzter Punkt war ja gerade die Frage, sinnvolles Händewaschen, Zeitintervall. Vielleicht sagen Sie noch mal, was ist richtiges Händewaschen als Mikrobiologe? Vielleicht noch mal so ein Praxistipp. Ja, also beim Händewaschen muss man darauf achten, dass man sich zuerst die Hände befeuchtet, dann die Flüssigseife nimmt und dann die Hände gut aufschäumt. Und dieser Prozess des gut Aufschäumens, der dauert so 10-15 Sekunden und danach spült man die Seife ab und trocknet sich danach die Hände sehr, sehr gründlich ab. Und das ist der Prozess des Händewaschens und alle Komponenten zusammen, die führen dazu, dass also die bakterielle, aber auch die virale Kontamination der Hände deutlich reduziert wird, meist auf ein Maß, dass es nicht mehr infektiös ist. In Krankenhäusern gelten andere Maßstäbe, aber im häuslichen Umfeld oder in der Schule, da reicht das aus. Und damit man also sieht, ob die eigene Technik ausreicht, um die Hände gut sauber zu bekommen, kann man das mit so einer Creme, so einer fluoreszierenden Creme sehr gut visualisieren. Okay, super. Erstmal an der Stelle herzlichen Dank. Und Herr Kleinhardt, wenn man bei einem Möbelhersteller arbeitet, dann kommt man nicht mit einem Köfferchen, sondern dann bringt man gleich eine ganze Hygienestation mit. Und Sie stehen jetzt vor Hygi und Hygi ist... Ich weiß nicht, ob es das neueste Produkt im Hause Hohenlohe ist, aber auf jeden Fall ein noch sehr frisches Produkt. Und vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, wie Hohenlohe, eigentlich bekannt für Chemie, Physik, Biologieräume, technische Medienversorgung. Also die meisten kennen das sicher, die naturwissenschaftlichen Lehrer werden alle Hohenlohe kennen, da bin ich mir sicher. Aber mit einer Hygienestation wurden Sie wahrscheinlich bisher noch nicht in Verbindung gebracht. Also die Lücke können Sie aber jetzt zumindest für unsere Zuschauer mal schließen. Wie kam es zu der Idee? Ja, Herr Luger, vielen Dank erstmal für die Einleitung und für die Gelegenheit, unser neuestes Produkt, welches Covid-19 geschuldet ist, eben vorstellen zu dürfen. Ja, wir sind bekannt als ganzheitlicher Komplettlöser für naturwissenschaftliche Räume, ob es Biologie, Chemie, Physik, aber auch für Geologie zum Beispiel werden von uns entsprechende Produkte entwickelt, die dann eben halt als Lehrmittel entsprechend den Unterricht in naturwissenschaftlichen sogenannten MINT-Fächern dann eben halt unterstützt und ermöglicht. Wir gehören ja auch zur Weidner-Gruppe, einer der weltweit größten Laborhersteller. Und in diesem Zuge sind wir auch an praktischen Lösungen zur Bekämpfung von Covid-19 natürlich interessiert. Und wie Sie es richtig gesagt haben, Hygi ist unser neuestes Produkt, das wir durch Anforderungen von Lehrern und Ausmeistern entwickelt haben. Hintergrund ist, dass im Zuge des Hygienekonzeptes viele Verantwortliche in den Schulen einfach überlastet waren. Ja, sie wussten nicht, wie sie das dann eben halt regeln können. Und wenn wir zum Beispiel uns auch die Örtlichkeiten vor Ort angucken, sind häufig, wir sprachen es vorhin schon an, die sanitären Einrichtungen desolat. Sie sind teilweise nicht vorhanden. In den letzten Jahren wurden selbst in den Klassenräumen Handwaschbecken demontiert, gesperrt, weil eben halt hier die Gefahr von Keimen, die aufkommen, gegeben ist, zunehmend auch, weil man halt keine regulären Tafeln mehr mit Kreide hat, sondern nur noch Whiteboards, wo man eben halt keinen Schwamm mehr befeuchten muss, um eben die Tafel zu reinigen. All das hat dazu geführt, dass eben das Angebot, sich die Hände zu waschen in der Schule, drastisch zurückgegangen ist. Mhm. Also wichtigster Faktor erstmal Reaktion auf Covid. Genau. Aber schon auch im Blick, das haben Sie so gerade angedeutet, auch der Sanierungsbedarf, der da ist. Wahrscheinlich wird Hygiene, also wir können es ja nur alle gemeinsam hoffen, dass Hygiene auch zukünftig einen stärkeren Platz in der Schule hat. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang war natürlich so die Meinung, Covid, das ist in 3 Monaten durch. Und es geht dann wieder der Normalbetrieb los. Das ist leider nicht gekommen und wir werden sicherlich noch länger auch damit zu tun haben. Aber so die erste Reaktion war, ja, dann lass uns doch ganz viele Desinfektionsspender aufstellen und
ja, dann werden wir das Ganze schon aussitzen. Das war auch eine Diskussion im Hause natürlich. Setzt man eher auf das Thema Händewaschen oder eher auf das Thema Handdesinfektion? Sie haben sich für eine schon sehr ausgereifte und große Lösung entschieden. Gut. Man muss natürlich sagen, wir haben das Kind nicht gänzlich neu erfunden oder das Rad gänzlich neu erfunden, sondern wir haben ein großes Repertoire an mobilen Medienversorgungseinheiten, die wir heute schon anbieten. Basierend darauf haben wir eben den Anforderungen, die an uns gestellt worden sind, eben halt überlegt, wie können wir das machen. Eine Hauptanforderung war, dass eben halt in relativ kurzer Zeit eine hohe Anzahl von Schülern zum einen das Schulgebäude betritt. Und bevor sie eben halt die Schüler den Unterrichtsraum betreten, sollen sie sich die Hände waschen. Mhm. Ja? So, wie kann man das machen mit den Gegebenheiten? Teilweise werden in den Toiletten sogar Waschbecken gesperrt, weil der Abstand zwischen den einzelnen Waschbecken von 1,50 nicht mehr gegeben ist. Entschuldigung. Und somit habe ich eben halt nicht das erforderliche Angebot, um eben halt hier in kürzester Zeit eine hohe Anzahl von Schülern durchbringen zu können. So, da haben wir uns Gedanken gemacht und wir haben das, man sieht das hier auch so ein bisschen systematisch oder schematisch an unserer Karte. Es gibt das sowohl mit 2 als auch mit 3 Waschplätzen, die dann eben halt hier innerhalb einer kurzen Zeit es ermöglichen, eine hohe Anzahl von Schülern eben durchfließen zu lassen. Das gilt ja nicht nur zu Schulbeginn, sondern genauso bei Ganztagsschulen, wo eben halt auch Mensabetrieb ist, dass eben halt, bevor die Kinder eben halt ihr Essen nehmen, ja, das wurde vom Dr. Gebel ja auch gesagt, dass da eben halt vorher die Hände gewaschen werden. Und sie, um keine weiteren Kontaktflächen eben berühren zu müssen, direkt im Eingangsbereich zur Mensa zum Beispiel auch diese Möglichkeiten des Händewaschens gegeben ist. Okay. So, und da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, auch respektive dessen, dass ja diese organisatorischen Laufwege, dieses Einbahnstraßensystem, es nicht ermöglicht. Häufig sind nämlich die Toiletten zentral im Gebäude positioniert, dass eben halt die Schüler vom Betreten des Gebäudes, bis sie in ihren Klassenraum kommen, gar nicht an einer Toilette vorbeikommen. Mhm. Ja, und mit dem Hygi wäre eben halt die Thematik, dass man eben gleich beim Eintritt des Gebäudes eben halt hier für Hygiene, sprich Händewaschen, sorgen kann. Okay, jetzt haben Sie schon direkt ein paar Einsatzzwecke genau, mal genannt. Jetzt würde mich aber doch interessieren, was kann das? Also angenommen, ich bin jetzt der Hausmeister und ich will es natürlich jetzt genau wissen. Also was präsentieren Sie mir jetzt hier? Also ich sehe schon, hier ist eine Armatur, da steht Seife und Wasser. Genau, also wir fangen erstmal an. Wir haben, wenn jemand in die Nähe von Hübi überhaupt kommt, geht erstmal das Licht an, weil wir eben eine Präferenzsensor haben. Das heißt, sobald jemand innen kommt, das kennt jeder von zu Hause, schaltet sich das Licht an. Ja, Licht ist erstmal, das wurde ja auch schon gesagt, eben halt ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass ich mir bewusst bin, ich komme jetzt in einen sauberen Bereich. Ja, Hygiene. Sie sprachen es vorhin an, dass teilweise Kinder Angst haben, ja, sich die Hände zu waschen und so weiter. Wir wollen eigentlich, dass eben, und darum auch die freundliche Farbe, auch das Licht, dass es Spaß macht, sich die Hände zu waschen. Dass es kein Muss ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Dieser Lernprozess, der wurde ja auch schon angesprochen, ist ein sehr wichtiger und da kann Hygi dann halt unterstützen. Wie gesagt, wir haben das Licht, wir haben transparente Trennwände, sodass eben halt auch vom Pädagogischen her es sehr, sehr wertvoll ist. Ein Kind wird sich die Hände waschen, es kann nicht schummeln, weil das von der Aufsichtsperson als auch von den Mitschülern genauestens beobachtet und auch gesehen wird, wenn da was ist. Und die werden mit Sicherheit lautstark dann Hallo rufen, du hast jetzt dir die Hände nicht richtig gewaschen. So, das ist andere. Es wurde angesprochen, wir haben eine Armatur, die kontaktlos ist. Das bedeutet, Sie sehen hier diese Lampen, das ist jetzt funktionsbereit. Man wird, leider ist es jetzt nicht angeschlossen, weil wir es hier in dem Studio die Wasserversorgung nicht machen konnten. Und, aber es ist jetzt die Seife aktiv, das heißt, erst kann mit das Wasser aktiviert werden. Dann, wenn die feuchten Hände die Seife benötigen, kommt es hier rüber. Sie sehen jetzt, dass es jetzt grün anzeigt. Es würde jetzt, wenn ich jetzt hier runtergehe, kommt jetzt auch die Okay, jetzt die Seife. Ja, Gott sei Dank ist Papier in der Nähe. Ja, doch, ich habe ja schon benetzt. Ja, ich habe es gesehen, ja. Ja, so, dann habe ich eben, kann ich die Hände wiederum waschen. Mhm. Habe hier in der Mitte zentral gleich eben halt Papier. Ja. Kann mir damit eben die Hände direkt dann abwaschen und habe die Möglichkeit auch das dementsprechend in den Mülleimer zu tun. Das ist die Funktion.
Okay. Relativ einfach. Man kann diese Armatur sogar noch so einstellen, dass eben halt, nachdem die Seife gespendet worden ist, erst 30 Sekunden später der Wasserzufluss freigegeben wird. Okay. Sodass also dieses zweimal Happy Birthday singen möglich ist. Okay. Und damit eben dieser Lerneffekt, auch da ist dieses ausreichende Einschäumen gegeben ist und dann erst das Abspülen ermöglicht wird. Okay. Ja? Das heißt, das wäre programmierbar? Ist das programmierbar, genau. Das ist eine ganz normale Armatur, die man ganz normal gewerbsmäßig kaufen kann, die man aber auch programmieren kann und die von uns dementsprechend nach den Kundenwünschen eingestellt werden kann, beziehungsweise auch gemäß den Empfehlungen, die jetzt hier eben auch genannt okay. worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, ich setze das jetzt mal im Biologieunterricht ein, mhm. dann kann ich auch sagen, jetzt gucken wir mal, wie lang 20 Sekunden sind, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Richtig. Und dann kann ich das sozusagen mal in diesem Betrieb programmieren, wenn ich jetzt ein Sportfest habe und habe vielleicht Gäste und will sagen, okay, ich handhabe es jetzt mal nicht so streng, dann mache ich genau. Normalbetrieb. Also ich habe da auch noch Einstellmöglichkeiten. Ich habe zum einen Einstellmöglichkeiten und ich habe auch die ersten Resonanzen schon. Es gibt also schon Vorstellungen, wo man sagt, um diese Zeit jetzt ablaufen zu lassen, ist man eventuell visuell durch eine Eieruhr oder ähnlich wie beim Zähneputzen auch ein akustisches Signal dann abgibt, was für die Kinder dann eben bedeutet, okay, ich habe jetzt diese Zeit erreicht ja. und kann mir dementsprechend eben halt auch mit dem Wasser eben die Hände reinigen. Also da ist gegebenenfalls noch Verbesserungspotenzial. Was, sag ich mal, auch an uns herangetragen wird. Weil für uns ist es auch ein Lernprozess. Okay. Ja, weil gerade wie Sie es gesagt haben, wie lang sind 20 oder 30 Sekunden? Das kann ganz lang werden. Mhm. Ja? Und das kann ich natürlich unterstützen, indem ich visuell vielleicht das eine oder andere an, ich sag jetzt mal, Zusatzausstattung bringe, die dann eben genau diese Zeit anzeigt und für die Kinder nachvollziehbar ist. Okay. Ja, das ist das, was offensichtlich ist. Normalerweise ist alles abgesperrt. Okay. Jetzt wollen wir, wenn die Kamera funktioniert unten, mal kurz umschalten, weil dann können wir nämlich die eine Tür öffnen. In der einen Tür sieht man nämlich das Hebelwerk. Das heißt, Higi ist flexibel überall einschaltbar oder aufstellbar. Die Wasserleitung ist jetzt nicht irgendwo begrenzt, sondern die kann ohne weiteres auch 20, 30 Meter lang sein, weil wir eben halt hier das Hebelwerk eingebaut haben, somit eben halt die Wasserversorgung gewährleistet ist. Sie sehen, da ist noch ausreichend Platz. Wenn ich dann weitergehe, das ist ja auch immer wieder eine praktische Frage, gerade wie ist die Versorgung mit den Verbrauchsmaterialien, sprich eben dem Papier beziehungsweise mit der Seife. Wir haben hier unten in der Mitte für jedes Becken einen Seifenspender eingebaut oder der ist vorhanden. Das ist eine handelsübliche Verpackungsgröße, die dann eben halt im Großhandel erworben werden kann. Dieser Kanister reicht aus für ungefähr 3.300 Waschungen. Das ist also eine ganz immense Zahl. Wenn Sie durchschnittlich, sag ich mal, eine Schule haben mit 800 Schülern, zwei oder dreimal am Tag die Schüler sich die Hände waschen, dann kommen Sie damit auf jeden Fall zwei, drei Tage aus, bevor es dann eben halt erneuert werden muss. Okay. Heißt für den Hausmeister praktischerweise, er muss nicht dahinter stehen und immer gucken, dass alles parat ist und jeder dann eben halt auch in der Lage ist, sich ordnungsgemäß die Hände zu waschen. Sondern kann das Ganze in Ruhe dann nachfüllen. Das Gleiche ist dann mit dem Papier. Zwei große Papierrollen, die dann dementsprechend auch für diese Waschgänge nutzbar sind und entsprechend auch nachgefüllt werden können. Und wenn ich dann einfach mal die weitere Tür öffne, dann sieht man eben halt die Leitung bzw. die Bevorratung. Hier kann ich dann vor Ort dementsprechend eben die Papierrollen oder auch die Kanister für die Seife entsprechend bevorraten. Also ausreichend Platz. Das Ganze, weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, steht eben halt auf Rollen. Mhm. Diese haben Bremsen. Das bedeutet, wenn der Higi angeschlossen ist an die Wasserleitung, ist er stationär. Er wird da fixiert mit den Bremsen. Sobald er eben halt entkoppelt worden ist, kann er eben halt überall hingebracht werden, wo er eben halt positioniert werden soll. Jetzt haben Sie schon gesagt, wir haben es heute nicht angeschlossen, weil wir genau. im Studio sind und leider nicht. Im Seminarraum kein Wasserbecken oder kein Wasseranschluss ist. Unten drunter, das kann man jetzt nicht wirklich sehen, liegen auch Schläuche. Das heißt, das muss genau. auch nicht an der Wand stehen. Das ist abhängig davon, welche Verbindung ich habe. Oder? Ich muss natürlich in der Schule immer gucken, dass ich keine Stolperstellen habe, wo ich drüber fallen könnte. Ich muss es dementsprechend eben halt irgendwo positionieren, wo es nicht im Laufweg ist, wo es auch der Brandschutzverordnung entsprechend ist. Higi hat schwer entflammbare Materialien, B1-Materialien sogenannte, sodass es jederzeit auch im Flur oder im Foyer oder auch in überdachten Übergängen
wo Schulgebäude miteinander verbunden werden, eben aufgestellt werden könnte. Somit ist eben halt hier alles, was, sag ich mal, Gesetze, Verordnungen, die die Schule betrifft, sind hier relevant berücksichtigt worden. Okay, also hier kommt noch mal aus dem Chat vielleicht einmal noch im Überblick, was braucht man, um Hygi anzuschließen? Also Sie haben es gerade gesagt. Man braucht Strom, man braucht einen Schokostecker mit 230 Volt ist da. Man braucht einen Wasseranschluss, da kann ich eine Kupplung nehmen, drehe das zum Beispiel ganz normal an Wasseranschluss, der, sag ich mal, irgendwo in der Küche oder in einem anderen sanitären Einrichtung ist. Und ich brauche eben halt die Möglichkeit, das Abwasser in Siphon oder sowas ableiten zu können. Okay, also es braucht nicht mehr als eine Waschmaschine, sagen wir es mal so. Nein, ich würde es sogar noch einfacher formulieren. Das, was Sie aus dem Garten kennen, mit den ganzen Kupplungsmöglichkeiten und so weiter zur Versorgung Ihres Rasens oder Ihres Gartens mit Wasser, kann hier genauso erfolgen. Das heißt, hier sind keine großen handwerklichen Kenntnisse erforderlich, sondern das kann jeder, der so ein bisschen, ich sage mal, handwerklich geschickt ist, auf jeden Fall machen. Okay. Innerhalb von 10 Minuten ist hier die einsatzbereit. Okay. Nächste Frage, die ich gerade gesehen habe. Mehrere Stationen an einem Anschluss? Genau. Möglich? Wir haben natürlich ein Kupplungssystem dementsprechend miteinander verbunden. Und so da hätte ich eigentlich die Möglichkeit, eben halt eine höhere Anzahl von Schülern in einer kürzeren Zeitfrequenz dann eben halt auch bedienen zu können. Sie haben ja vorhin die Mensa zum Beispiel, genau, beziehungsweise Ganztag, Verpflegung. Da kommen ja im Schub dann wahrscheinlich mal auch mal 100 Schüler. Genau. Und dann könnte ich mit mehreren Stationen operieren. Genau. Okay. So, wenn wir es weiterdenken, können wir natürlich auch an Universitäten denken, wir können an Betriebsmensas denken, wir können an vieles Mögliche weiterdenken, auch, sage ich mal, Stadionaktivitäten. Also Hygi vom Einsatzgebiet ist nicht nur auf die Schule begrenzt, sondern eigentlich überall da, wo man Hände waschen muss. Und das ist zunehmend bei Konzerten, bei öffentlichen Veranstaltungen, gibt es Hygienekonzepte. Und da kann Hygi, sag ich mal, aktiv das Ganze unterstützen und eben halt auch gewährleisten, dass solche Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Also Stichwort Gartenschlauch, es ist auch kein Problem, es auf den Schulhof zu schieben. Genau. Und dann vielleicht beim Sommerfest, beim Sportfest. Genau, das wäre, sag ich mal, eine Möglichkeit. Man sollte es, sag ich mal, nicht während eines Regenswetters wie heute dann eben halt draufstellen, wenn das draußen Zelt ist oder überdachter Verbindungsgang, dann auf jeden Fall. Okay. Ja, ansonsten, klar, wenn ich ein Sommerfest habe, Tag der offenen Tür, die Schule lädt ein, möchte neue Schüler begrüßen oder eben halt auch werben, dann kann man natürlich sowas einsetzen. Gerade vor dem Kuchenbuffet, ja, die ganzen Eltern haben Kuchen gebacken und es soll verkauft werden und davor, ja, was machen wir da? Meistens sind sie nicht in der Nähe von der Toilette, ja, sondern dementsprechend kann man das eben halt platzieren. Gut, wobei natürlich auch wieder Toilette, der Abstand kann nicht gewahrt werden. Unter Umständen sind die Waschbecken dicht beieinander, genau, und wir haben hier Plexiglas. Genau. Gut, also dann etwas, was wir in der Vorbesprechung, was mir nicht bewusst war, war alles, was in Schule mit Wasser, auch mit selbst beim Händewaschen, muss der Trinkwasserverordnung. Also korrekt, für mich eine neue Information. Richtig. Vielleicht, das haben Sie berücksichtigt. Das haben wir berücksichtigt, deshalb haben wir auch hier kein Tanksystem, wie man es vielleicht, sag ich mal, vom Camping oder Wohnmobil her kennt, wo dann dementsprechend eben halt Auffangbehälter sind, beziehungsweise Frischwasser aus dem Tank herauskommt. In der Schule darf nur fließendes Wasser verwendet werden. Alles, was irgendwo an Frischwasser oder auch an Schmutzwasser gespeichert werden würde, würde die Möglichkeit bilden, sage ich mal, jetzt hier Keime zu erzeugen, ja, die gesundheitsgefährdend sind. Und das darf nicht sein. Deshalb gab es oder gibt es ja immer noch der Meinung, dass in Klassenzimmern keine Waschbecken notwendig sind, gerade wenn man auch eine Whiteboard hat, wo man eben halt keinen Schwamm mehr befeuchten muss, um eben halt die Kreide von der Tafel zu säubern, weil dieses stehende Wasser in den Leitungen darf auch nicht sein. Das heißt, es muss regelmäßig eben halt hier eine Spülung stattfinden. Und wenn Hygi an Strom angeschlossen ist und beispielsweise übers Wochenende oder über die Ferienzeit eben nicht genutzt wird, ist hier eine Automatik drin, dass alle 72 Stunden eine Eigenspülung stattfindet, sodass das eben genau der Trinkwasserverordnung Rechnung trägt. Okay, ich glaube, die nächste Frage ist damit schon beantwortet, nämlich danach, ob es die Lösung auch mit Tank gibt und damit ohne Schlauchanschluss. Absolut nicht. Weil, wie gesagt, wir alles, was Verordnungen, Gesetze, die relevant für die Schule sind, hier bei dem Produkt berücksichtigt haben. Ansonsten würden wir gar nicht die Akzeptanz eben von den Nutzern haben. Okay, dann nochmal die Frage Wasserschäden, Schutz vor Wasserschäden.
kennt man ja auch aus dem Waschmaschine oder. Also oder? Falls eben, sag ich mal, der Wasserhahn unendlich Wasser laufen lassen würde, weil warum immer, technisch gibt es irgendwo was, gibt es unten ein nicht elektrisches Magnetventil, welches dementsprechend eben aktiv werden würde, sodass also hier ähnlich, sag ich mal, wie man es von der Waschmaschine zu Hause kennt, wo ich ja auch, wie nennt man das Ventil? Nee, diese Rückschlagventil oder wie ähnlich, also so eine Geschichte, damit eben halt es sichergestellt ist, dass eben halt hier kein Wasserschaden seitens des Gerätes verursacht werden darf. Okay, und ich glaube, dann ist nochmal eine Frage von einem Schulträger. Gerne. Muss bei der Beschaffung ausgeschrieben werden? Ich weiß nicht, ob es vergleichbare Systeme von Mitbewerbern gibt, aber... Also Marktbegleiter haben auch Ideen auf den Markt gebracht, allerdings nicht gleichwertig, weil sie mit Tanksystemen arbeiten. Das Gerät oder die Hygi als solches unterliegt nicht der Vergabeordnung in dem Sinne, dass es ausschreibepflichtig ist, zumal eben mit Covid-19 eben halt auch andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Das heißt, der Schulleiter kann bei Bedarf, bei zwingendem Bedarf, und das ist ja, um das Hygienegesetz zu erfüllen, ist der Schulleiter verpflichtet, alle möglichen oder Möglichkeiten, die in Erwägung gezogen werden können, um das Hygienekonzept zu erfüllen, ist er fast gezwungen, Aktivitäten zu starten, und deshalb kann es also freihändig vergeben werden. Okay, rücken Sie ein bisschen auf, ich rücke noch ein bisschen mehr aus dem Bild, und dann würde ich Frau Dr. Teichert wieder zu uns bitten. Also Sie waren ja Mitimpulsgeber für diese Veranstaltung und haben uns ja auch auf die Idee mit Hygienetipps und Dr. Gebel gebracht. Und gefällt Ihnen das, was hier sozusagen zusammenkommt, die Aufklärung und praktische Lösungen für die Schule? Sie als Gastgeberin oder Mitgastgeberin dieser Veranstaltung, kommen wir bei der Aufklärung vielleicht auch jetzt tatsächlich mit Corona einen Schritt weiter, weil es jetzt in den Fokus rückt, das Thema Hygiene? Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden, sehr glücklich und hoffe, dass es der Beginn einer Kooperation ist sozusagen. Ja, weil mir ist nochmal ganz klar geworden, wie sehr das sozusagen Hand in Hand spielt. Also Dr. Gebel hat es ja erklärt, ne, wenn wir die Experimente machen mit der Lotion und so weiter, muss man sich immer die Hände waschen. Und wir haben, wie oft auch schon, wenn wir Außensimulationen hatten, genau die Problematik gehabt, wo Sie quasi, Herr Kleinert, jetzt uns die Lösung für anbieten, ja, dass es eben nicht die Möglichkeit gab, dort dann die Hände zu waschen. Und dann ist das Experiment leider hinfällig, weil dann können Sie die wieder reinhalten, die Hände. Und von daher finde ich, das passt gut zusammen. Mir ist eben nochmal in den Sinn gekommen, als Sie die Hygi vorgestellt haben, habe ich gedacht, naja, was wir ja schon kennen und was sich schon viele Jahre durchgesetzt hat, ist Dixie, ja, die Dixie-Toilette. Damit sind wir im Außenbereich, auch bei Veranstaltungen und überall immer unterwegs. Das kennen wir heute. Vielleicht müssen wir es jetzt einfach noch um eine weitere Komponente ergänzen zum Händewaschen. Dann sind wir garantiert hygienisch auf einem guten Standard. Und ich glaube, da sollten wir uns gedanklich hinbewegen. Jetzt sind Sie ja gerade sozusagen an vorderster Front, auch zu sagen, das öffentliche Gesundheitswesen muss auch finanziell entsprechend ausgestattet werden, weil sonst werden wir die Aufgaben, vor denen wir stehen, nicht bewältigen können. Wenn ich mir den Digitalpakt Schule angucke, da werden 6 Milliarden, mittlerweile sind es 6 Milliarden, die im Topf sind. Ich habe jetzt nochmal Zahlen gelesen, also vor 3 Wochen oder 2,5 Wochen waren 15 Millionen ausgeschüttet, 250 Millionen sind bewilligt worden. Also da wird ein unglaubliches Geld in die Digitalisierung. Ist es nicht so ein bisschen so, dass man mal fragen muss, ist denn da überhaupt noch ein Gleichgewicht? Also wir haben Schulen, wo es teilweise reinregnet, wo die Fenster, jetzt gerade Frage Lüftung, die sind nicht zu öffnen oder sind mehr oder weniger verschlossen, weil man Angst hatte, da kippt ein Fenster mal raus. Muss man nicht auch bei den Mitteln, die Schule bekommt, das Thema Hygiene da ein bisschen höher ansiedeln und sagen, also es geht nicht immer nur um Digitalisierung, sondern es geht auch um Basics des Zusammenlebens. Das ist ja auch eine soziale Frage. Dr. Gebel hat das ja auch nochmal explizit angesprochen. Sie agieren im Augenblick sehr politisch, deswegen gucke ich Sie da an. Alles gut. Also ich meine, Digitalisierung ist ganz bestimmt wichtig. Und ich glaube auch, dass der Schub notwendig ist. Und auch ich finde es tatsächlich gut, dass wir da jetzt ein bisschen Druck gekriegt haben durch die Pandemie und durch die ganzen Erfordernisse, die neu auf uns zugekommen sind. Und ich bin kein Freund davon, sozusagen so eine Neiddiskussion anzufangen, so nach dem Motto, hoch, wenn die aber so viel Geld kriegen, ne, wir brauchen aber auch für das andere super viel Geld. Also von daher Digitalpaket ja, sinnvoll und notwendig. Aber ich möchte trotzdem eine Lanze dafür brechen, und das finde ich
Basic ist ein guter Begriff. Wir müssen als Gesellschaft wirklich, das habe ich am Anfang schon gesagt, überlegen, wie wollen wir, in welchem Setting sollen unsere Kinder groß werden, aufwachsen und lernen. Und ich komme, ich habe vorher im Gesundheitsamt gearbeitet, komme aus einem Kreis, da wurde regelmäßig jedes Jahr Geld investiert in ein Schulbauprogramm. Mit dem Ergebnis, dass die Schulen viel besser ausgestattet waren als in dem Nachbarkreis, in dem ich gewohnt habe. Da gab es das nicht. Und da sehe ich also auch die Schulträger und auch die Kommunen, die Städte in der Verantwortung, auch mal in die bauliche Sanierung Geld reinzustecken. Das ist ganz notwendig. Herr Kleinert, jetzt sind Sie ja viel mit Schulen auch im Gespräch, wo es dann darum geht, Schulen werden saniert. Im Rahmen der Sanierung werden die Klassenräume anders gestaltet, insbesondere dann auch die naturwissenschaftlichen Räume. Lässt sich sowas wie Hygi oder lässt sich das Thema Hygiene auch an die naturwissenschaftlichen Räume oder auch den Unterrichtskontext andocken? Also aus Ihrer Erfahrung? Also aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei den Planern und bei den verantwortlichen Schulträgern so noch gar nicht rübergekommen. Also gerade eben das obligatorische Waschbecken, was früher in jedem Klassenraum war, wird heute aus Kostengründen gestrichen. Das sieht man bei den aktuellen Planungen immer wieder. In den Fachräumen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eben halt auch mit Spülen arbeiten. Das heißt, teilweise zwei oder auch drei Spülbecken dann eben vorhanden sind, weil eben halt im Unterricht Biologie, Physik, Chemie auch dann eben halt Experimente nachher gereinigt werden müssen. Somit wäre, sag ich mal, in diesen Räumen die Notwendigkeit, zusätzliche Waschbecken einzubringen, nicht notwendig. Aber man sieht das gerade auch in anderen Räumen, dass dort eben halt nicht nur, ich habe es jetzt gerade wieder gehabt, dass sie auf 72 Quadratmeter 32 Schüler unterbringen wollen. Ja. Bei den voraussichtlichen Abständen, die wir jetzt auch noch irgendwo verlangen, auch bei der Thematik mit Lüftung, ja, frische Luft reinzubringen und so weiter und so fort, haben Sie kaum noch irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten, zusätzliches Möbilar oder eben halt auch sanitäre Einrichtungen reinzubringen. Also das ist so eine Thematik, wo, glaube ich, generell mal so ein Umdenken stattfinden muss. Was wollen wir? Ja? Unser Land lebt, unser Basic ist Bildung. Wir haben sonst keine anderen Rohstoffe. Das ist das Wichtigste, was wir in Deutschland haben. Und dementsprechend sollten schulische Einrichtungen auch so gestaltet sein, dass es Spaß macht, dorthin zu gehen. Ja? Nicht nur Spaß macht, sich die Hände zu waschen, das muss was ganz Normales, was Alltägliches sein, die jeder von uns dann praktiziert. Und dementsprechend, sag ich mal, dieses ganze Gesamtkonstrukt sollte auch bezüglich eben Covid, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, und Hygiene ist kein neues Thema. Ja, wenn ich daran denke, selbst zu meiner Schulzeit war es schon ein Thema. Und das Einzige, was mir noch in Erinnerung ist, ist in der Grundschule, wo wir dann mal einmal einen Besuch von einem Zahnarzt hatten, wo uns gezeigt worden ist, wie wir richtig Zähne zu putzen haben. Ja? Aber ein Seminar, wo eben halt gelernt wurde, richtig Hände zu waschen, das habe ich zum Beispiel nicht in meiner Schulzeit gehabt. Ich habe das von meinen Eltern gelernt. Also diesen persönlichen Lernprozess durch das Elternhaus, das ist natürlich sehr notwendig, aber es muss von der Schule auch begleitet und auch unterstützt werden. Also es muss auch für alle normal sein, sich die Hände zu waschen, egal was ich mache. Okay. Aufklärung und Ausstattung gehören zusammen, habe ich Sie richtig verstanden? Also nicht gegeneinander denken, sondern... Nein, immer zusammen, ganzheitlich. Ja. Gemeinsam denken. Ja, und wenn ich vielleicht da noch anknüpfen darf, ist uns natürlich auch ein Anliegen, wir fänden es auch schön, so ein Fach Gesundheit mehr in die Schulen reinzubringen. Ja, was Sie gerade gesagt haben, Gesundheitserziehung, Hygienebewusstsein. Wir merken ja jetzt, wie wichtig das ist, dass auch jeder gewisse Basics hat. Und das ist, ich weiß, die das natürlich alle stöhnen und sagen, wir haben schon so viele Fächer und so weiter und so fort. Aber vielleicht macht es wirklich Sinn, auch in die Richtung nochmal zu überlegen, wo kann man solche Inhalte verankern? Wo kann man das auch vielleicht im Schulunterricht direkt mit liefern? Und da haben wir ja jetzt genügend Beispiele gehört, wie man das praktisch untermauern kann. Die Schule soll ja unsere Kinder auf das Leben zukünftig vorbereiten. Und das Leben verändert sich gerade gravierend. Also die ganzen Covid ist ja nur eine von, sag ich mal, einer Pandemie. Wer weiß, was dann noch alles an Möglichkeiten kommen wird, die unser soziales Leben irgendwo einschränkt bzw. verändert, auch in unserem Verhalten. Ja. Und das müssen wir überdenken. Jetzt macht ja Schule auch so einen Transformationsprozess durch. Also
Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch teilweise dieses enge Fächerdenken gerade so ein bisschen überwinden und wir ja auch fächerverzahnter arbeiten müssen. Und ich glaube, gerade Hygiene wäre ja auch so ein Querthema, wo man sagt, also das kann ich in Politik behandeln, das kann ich in Chemie behandeln, das kann ich in Biologie, also gerade die Naturwissenschaften. Ich kann aber auch in Mathe Statistik genau. betreiben und sagen, ich gucke mir die Fallzahlen von Corona oder von der Influenza ganz normal mal von der Grippewelle an und thematisiere mal. Und was wir werden wahrscheinlich auch ja jetzt erleben, dass auch vielleicht die Grippewelle dieses Jahr schwächer verläuft, weil wir anders mit Hygiene umgehen. Wir wissen es nicht. Aber auch diese Lebensbezüge kann Schule ja vielleicht viel stärker herstellen, als wir es bisher hatten. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind so jetzt sind sozusagen auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt aktuell keine Fragen mehr aus dem Chat. Ich habe ja versprochen, das letzte Wort soll Ihnen wieder gehören. Und ich würde an dieser Stelle schon mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und vor allem, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich weiß, das ist im Augenblick Ihr kostbarstes Gut. Wenn Sie so abschließend eine Empfehlung geben würden. Also wir stehen ja alle unter einem unglaublichen Druck. Also ich habe zum Beispiel gestern ging mir eine ganz blöde Frage durch den Kopf. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Husten kriege heute Nacht? Und Sie haben das, Dr. Gebel hat das vorhin so gesagt, naja, also Kinder mit dem Schnupfen und einem Husten heute in die Kita zu schicken, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen unsere Denke ändern. Wir sind ja so eine Leistungsgesellschaft und jeder will seine Leistung bringen und um Himmels Willen ja nicht bei einem Termin nicht dabei sein und ja nicht irgendwie sagen, oh, ich kränkel jetzt. Also ich denke mal, Corona wird unsere Haltung zum Leben auch ein bisschen verändern. Also da müssen wir jetzt nicht Hybridunterricht und Zoom-Konferenzen oder Videokonferenzen bemühen. Aus der Perspektive der Sprecherin des öffentlichen oder der Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, was wären so Empfehlungen oder Tipps an die Lehrer, die im Augenblick unter einem unglaublichen Druck und Stress stehen, mit der Situation umzugehen? Haben Sie da Ratschläge oder kann man da überhaupt Ratschläge geben? Ja, ich würde sagen mal in die Richtung fokussieren, unser Leben verändert sich. Wir sind gerade Teil dieser Veränderung und ich glaube, wir haben es in der Hand. Also jeder von uns, jeder Einzelne trägt sozusagen dazu bei, wie sich die Maßnahmen auswirken oder nicht. Und sehr viel wird im Moment über Verschärfungen und Lockdown und andere Regelungen diskutiert und letztendlich ist aber eigentlich das Wichtige, das Baustein ist jeder von uns in seinem Baustein so. Und wenn alle mitmachen und wenn alle an ihre Sachen denken, wenn wir AHA-Regeln einhalten plus Lüftung, ja, wenn wir Hygienemaßnahmen durchführen und wenn wir das jeder als Multiplikator leben und weitergeben, dann glaube ich, haben wir ein gutes Rezept in der Hand, um auch mit der Pandemie weiterleben zu können. Denn wir müssen uns nichts vormachen. Das Virus geht nicht so schnell weg. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen lernen, unser Leben unter diesen Bedingungen sozusagen auszurichten. Und da sehe ich gerade bei Lehrerinnen und Lehrern einen ganz, ganz wichtigen Baustein. Und mir wäre am allerwichtigsten, den Druck rauszunehmen. Also ich glaube, man kann in dem Sinne nichts falsch machen. Wir müssen viele Sachen neu erproben. Ich erlebe das selber bei uns, wir bieten ja auch Unterricht an und wir machen sehr viel digital jetzt und da ist ganz häufig ein Druck dahinter nach dem Motto, das muss jetzt aber super perfekt laufen und da ist wieder was nicht geht und Technik funktioniert nicht und. Ja, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle dabei, uns zu verändern und da sind wir nicht hundertprozentig, aber damit muss man auch leben können und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht selber sich den Druck macht oder sich von anderen unter Druck setzen lässt, sondern lasst uns vernünftig miteinander diesen Weg gemeinsam gehen. Dann schaffen wir das auch. Super, das war dankenswerterweise das Schlusswort. Ich richte den Dank auch nochmal in die Runde. Herr Kleinert, Dr. Gebel, jetzt nicht vor der Kamera, aber noch hier im Raum. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir konnten etwas dazu beitragen, sozial und gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Dankeschön. Vielen Dank.